Hallo und willkommen zu Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ich habe eine neue Uhr. Ich habe die Laco Aachen 42 in Grau und das Review ist schon online. Heute geht es darum, die eine Woche am Arm zu starten, beziehungsweise ich nehme dieses Intro an Tag 7 auf. Das heißt, die ganze Woche ist vorbei. Und weswegen ich hier so halb im Busch sitze, das erfahrt ihr dann an Tag 7, denn damit hat es wirklich etwas auf sich. Aber ich denke, auch die anderen Tage sind interessant. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Wir haben Dienstagmorgen 6:35, Tag 1 meiner eine Woche am A mit meiner neuen Laco Aachen 42 in Grau. Ja, eine neue Uhr von Laco, die es so noch gar nicht lange gibt. Ich habe mich für das einfachste Modell entschieden. Das heißt, der Rotor ist nicht besonders, das Werk ist die Standardausführung, das Glas hat keine aufpreispflichtige Entspiegelung, also wirklich das günstigste Modell, was es in dieser Serie gibt. Das heißt, am Stahlband kostet die Uhr 460 Euro, am Lederband 410. Und diese Woche möchte ich schauen, was mir die Uhr alles beschert, ob sie mir gefällt, ob sie mir nicht gefällt, was mir so auffällt. Wir haben Dienstag, Tag 1 meiner eine Woche am Arm. Wir haben, kann man es sehen, ja, 22:45. Und die Laco Augsburg 42 in Grau ist noch am Arm. Ich habe heute das Stahlband dran gehabt, so wie ich die Uhr bekommen habe. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das Stahlband eventuell noch um ein Glied kürzen muss. Aber so wie sie im Augenblick ist, passt sie mir doch ziemlich gut. Und ich gucke mal, ob man das hören kann. Das Stahlband macht schon relativ viele Geräusche. Man merkt, dass das kein Stahlband ist, was mehrere hundert Euro kostet. Macht auch gar keinen Sinn an einer Uhr für 400 Euro oder 460 Euro. Also es ist ein Stahlband, was insbesondere an der Schließe etwas einfacher und auch etwas gröber ist. Es ist absolut funktional, es schließt sauber, es klappert auch nicht über die Maßen, aber es hat einige Stellen, wo ich merke, dass das Band ein bisschen in den Arm drückt. Alles nichts Dramatisches, nichts, wo ich sagen würde, das passt in der Preisklasse nicht, stört mich insofern aber überhaupt nicht, als dass ich mit großer Wahrscheinlichkeit Donnerstag auf das Lederband wechseln werde. Warum Donnerstag? Dienstags und Donnerstags sind meine Fitnessstudio-Tage. Ich blende euch hier mal ein, wie ich dabei aussehe. Und dabei ist mir dann ein Stahlband doch etwas lieber als ein Lederband. Das heißt, heute war das Stahlband dran. Für morgen wechsle ich es nicht groß. Donnerstagmorgen geht es wieder in die Schwitzbude und danach kommt das Lederband dran über die Ostertage. Heute Nacht, ich halte mal kurz die Uhr hier in meinen Scheinwerfer. Da kann ich dann mal gucken, wie die Leuchtmasse der Laco ist. Nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe, vermute ich, dass sie entweder nicht so hell oder nicht so langanhaltend ist. Ich mag mich aber auch komplett vertun. Morgen gibt es dazu auf jeden Fall ein Update. Wir haben Mittwochmorgen, Tag 2 meiner eine Woche am Arm. Wir haben 7:50 und ihr könnt jetzt schon sehen, worauf ich gleich zu sprechen komme. Meine Laco Aachen 42 Grau ist noch am Arm. Ja, die Nacht über, sie leuchtet, also ich fange anders an, sie leuchtet entgegen meinen ursprünglichen Vermutungen super hell. Also ich habe sie kurz mit der Taschenlampe aktiviert. Wunderbares Nachtbild. Ich versuche euch das über die nächsten Tage auch noch zu zeigen. Aber ich kann noch keine Aussage treffen, wie lang sie leuchtet, weil als ich wach wurde, war es schon hell und ich habe die ganze Nacht durchgeschlafen, nicht einmal wach geworden. Ich kann also keine Ahnung, habe keine Ahnung, wie lange die Leuchtmasse durchhält. Ich habe mich bei dieser Uhr hier für das absolute Basismodell entschieden. Das heißt,
die Standardentspiegelung, keine extra Entspiegelung, kein Werksupgrade. Und hier könnt ihr sehen, dass je nach Lichteinfall das Glas doch erheblich spiegelt. Ein kleines bisschen gedreht, die Spiegelung ist weg, aber es ist schon echt brutal, wie das Glas spiegelt. Wen das stört, der sollte dann doch eventuell auf einen zusatzpreispflichtige, bessere Entspiegelung gehen. Laco bietet das an, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe mich bewusst für die absolute Basic-Variante entschieden, weil ich das ausprobieren wollte. Und das kann ich euch hiermit zeigen, das spiegelt doch ganz deutlich. Ja, ich blende euch hier mal kurz die Preisseite von der Laco ein, damit ihr sehen könnt, wie die Aufpreise sich bei Laco gestalten. 460 Euro, so wie ich sie hier am Arm habe, mit dem Stahlband. Das Werk verbaut ist das Miyota 82S0, Laco nennt es Laco 2S, mit 40 Stunden Gangreserve. Wenn man ein besseres Werk haben möchte, das Laco 31 bzw. Miyota 8315, werden 55 Euro Aufpreis fällig. Damit hat man dann statt 40 Stunden 60 Stunden Gangreserve und einen polierten Rotor. Das Glas ist nicht entspiegelt. Ihr könnt das immer wieder sehen, wenn ich die Uhr halte, dass das doch sehr spiegelt. Ich wollte wirklich die absolute Basisvariante. Die Entspiegelung des Glases innen und außen kostet nochmal 50 Euro extra. Das heißt, Werkupdate, innen, außen, Entspiegelung am Stahlband sind dann 565 Euro statt der 460, die ich bezahlt habe. Und das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich die Uhr genau so haben und ausprobieren wollte. Wir haben Donnerstagmorgen, Tag 3, meiner eine Woche am Arm und meine Laco ist noch am Arm. Und wie ihr sehen könnt, je nach Lichteinfall, naja, ihr wisst es, ich habe es gestern ja schon erwähnt. Aber ich wusste das, insofern stört mich das nicht wirklich. Ich habe die Nacht endlich die Gelegenheit gehabt, die Uhr auch nachts abzulesen. Und muss sagen, die leuchtet echt die ganze Nacht und das Ganze sogar ohne mit der Taschenlampe die Uhr zu aktivieren. Denn das habe ich gestern Abend vergessen. Und trotzdem konnte ich die Uhr die ganze Nacht durch ablesen, selbst heute Morgen um 4 Uhr. Ich bin echt begeistert, was die Leuchtmasse betrifft. Nicht begeistert bin ich von dem Verkehr im Hintergrund, ihr hört das. Aber wir sind unterwegs zu Freunden. Wir sind 2 Tage Ostern bei Freunden. Zu gestern Nacht. Ich habe gestern über Tag meine Uhrenvorstellung der Laco gemacht. Dabei natürlich auch einen Nightshot gemacht, den ich euch einblende, damit ihr sehen könnt, was für ein fantastisch tolles Nachtbild die Uhr hat. Über die nächsten Tage weiß ich nicht genau, was ich wie, wann, wo filmen kann. Ich nehme mein Handy, Kamera, GoPro mit. Kann sein, dass ich nicht so viel filme, weil wenn man irgendwo zu Gast ist, will ich das natürlich dann auch genießen und nicht nur Aufnahmen machen, aber das wird sich zeigen. Vielleicht kommen auch ein paar super interessante Aufnahmen, denn wir haben das ein oder andere vor, was vielleicht ganz spaßig werden könnte. Lasst euch überraschen. Wir haben Donnerstagnacht, Donnerstag von Freitag, von Samstag, von Donnerstag auf Freitag, also immer noch Tag 3 meiner eine Woche am Arm. Und meine Laco Aachen ist natürlich noch am Arm. Wir sind bei Freunden, hatten einen unglaublich entspannten und entspannenden Abend. Und wie ihr sehen könnt, ich habe auf das Lederband gewechselt. Ich finde, es passt hervorragend zu der Uhr. Es ist so ein bisschen wie ein Vintage-Lederband. Ich finde es absolut super. 20er Anstoß passt toll zu der Uhr. Eine ausreichende Länge, schön weich. Ich finde es richtig klasse. Morgen fahren wir in ein Tierfreigehege. Ich habe meine Kamera mit Tele dabei und hoffe, dass ich da ein paar schöne Aufnahmen der Tiere machen kann. Natürlich mit der Laco am Arm. Wir haben Freitagmorgen, 9:45 und meine Laco Augsburg ist natürlich noch am Arm. Ja, es ist mir aufgefallen über die Nacht. Eine Sache ist mir aufgefallen, das ist dem Baumustertyp B geschuldet. Ich guck mal, ob ich das einfangen kann. Der Stundenzeiger ist modellbedingt natürlich sehr kurz und das bedeutet, dass man nachts auf dem Stundenzeiger, auf dem kurzen Stundenzeiger auch nicht besonders viel Leuchtmasse hat. Das heißt, der Zeiger leuchtet, aber er ist eben viel kleiner als bei anderen Uhren und da muss man, gerade wenn man 2-3 Bier getrunken hat, schon mal etwas länger suchen. Das war meine Erfahrung über die Nacht.
Ja, wir haben Samstag und meine Laco Aachen 42 ist noch am Arm. Wie gesagt, wir sind über Ostern bei Freunden und wir waren heute im Wildtierpark Gangelt. Ich blende euch ein paar Bilder ein. Was soll ich sagen? Ich bin hin und her gerissen. Es war ein wunderschöner Spaziergang mit dem Hund unserer Freunden. Eine Deutsch-Drahtaar-Hündin Edda, die hat unglaublich viel Spaß gehabt. Der Spaziergang hat uns gut getan, hätte er aber auch im Wald. Das Anschauen von eingesperrten Tieren. Also ich war wirklich hin und her gerissen. Ich weiß nicht, wie gut ich das finde. Es ist ein schönes Gehege. Es ist ein Wildtierpark. Die Tiere haben vergleichsweise viel Auslauf, aber lange nicht so viel wie in der Natur. Also schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr darüber denkt. Ich bin hin und her gerissen. Die Laco, wie gesagt, tolle Uhr, hat auch das mitgemacht. Natürlich, was soll man auch sonst denken? Wenn sie das nicht mitmachen würde, wäre sie komplett falsch in meiner Sammlung. Ich versuche euch die nächsten Tage, wenn ich ab morgen Abend wieder zu Hause bin, noch mehr Bilder von unterschiedlichen Bändern zu liefern und dann noch ein paar bessere Detailshots von der Uhr. Wir haben Tag 5 meiner eine Woche am Arm und meine, wie ihr nicht sehen könnt, doch jetzt sehen könnt, jetzt könnt ihr es sehen, meine Laco Aachen 42 ist noch am Arm. Ja, wir haben heute tatsächlich auch Samstag. Ich glaube, ich habe mich gestern vertan, was nur zeigt, dass ich ein sehr entspanntes Wochenende habe, ziemlich abgelenkt bin und den Kopf von den üblichen Alltagsgeschichten doch ziemlich frei bekommen habe, finde ich richtig gut. Ich melde mich heute Abend und morgen nochmal mit etwas ausführlicheren und besseren Aufnahmen zur Uhr. Was ich aber jetzt schon sagen kann, das Lederband trägt sich mega angenehm, wirklich. Also das ist eines der bequemsten Lederbänder, was ich habe. Und da hat Laco echt unglaublich viel richtig gemacht. Und ich finde das super klasse. Wir haben Sonntagmorgen, Tag 6 meiner eine Woche am Arm. Und natürlich ist meine Laco Aachen noch am Arm. Ja, gestern Abend wollte ich noch was aufgenommen haben, aber ich war so dermaßen müde und platt. Ich bin in meinem Arbeitszimmer auf dem Sofa eingepennt und habe bis heute Morgen durchgeschlafen. Keine Chance, irgendwas aufzunehmen. Ich war einfach müde, platt und ging nicht mehr. Ich kann über die Laco Aachen sehr, sehr viel Gutes sagen. Sie ist wahnsinnig bequem. Sie bietet unglaublich viel Leistung für einen vergleichsweise niedrigen Preis. Mir persönlich sind zwei Sachen sehr deutlich aufgefallen. Eine, von der ich genau wusste, dass es passiert, nämlich die Spiegelungen auf dem Glas. Immer wenn ich die Uhr in die Kamera halte, wird das sehr deutlich und ihr seht das auch. Im Alltag stört mich das gar nicht so sehr und das finde ich erstaunlich, dass das auf den Aufnahmen viel deutlicher und in Anführungsstrichen störender rüberkommt, als ich es im Alltag empfinde. Also in meinem täglichen Leben habe ich da fast keine Einschränkungen, was ich persönlich eigentlich ziemlich erstaunlich finde. Und das andere ist mein persönliches Empfinden mit dem Baumustertyp B. Ich habe ursprünglich gedacht, ich hätte vielleicht ein Problem damit, dass sehr viel los ist auf dem Ziffernblatt, dass ich zwei Skalen habe, dass die Stundenmarkierungen sehr klein innen stehen und die Minuten unglaublich dominant außen, das vielleicht es erschwert, die genaue Stundenuhrzeit abzulesen. Das ist es aber alles nicht. Was mich irritiert und wo ich mich entweder dran gewöhnen muss oder was einfach inhärent immer bleibt, das ist der sehr, sehr kurze Stundenzeiger. Und dadurch, dass er sehr kurz ist, ist der Umfang auf dem Radius, den die Spitze des Stundenzeigers anzeigt, ist da die Strecke zwischen einer zur nächsten Stunde nicht sehr groß. Und auf den ersten kurzen Blick ist der Stundenzeiger nicht sehr
deutlich in der Bewegung und im Unterschied zwischen einer halben oder einer ganzen Stunde. Wenn ich hier die Stunde ablesen will, muss ich einfach ziemlich genau hingucken und teilweise auch den Stundenzeiger mit der Skala abgleichen. Aber ich glaube, das ist eine typische Sache des Baumustertyp B, zumindest in der Art und Weise, wie ich Uhren ablese. Wir haben Sonntag, Tag 6 meiner eine Woche am Arm. Wir haben 11:15 und meine Laco ist natürlich noch am Arm. Heute muss ich etwas ganz Wichtiges feststellen, klarstellen, beziehungsweise einen Eindruck mit euch teilen. Ich habe über die Woche mehrfach über die Entspiegelung der Laco gesprochen und mich dabei im Prinzip immer auf die Aufnahmen von GoPro, Handy oder einer meiner Kameras bezogen und da ist die Entspiegelung unglaublich deutlich zu sehen. Ich zeige euch jetzt einmal eine Aufnahme, die ich heute draußen im Freien gemacht habe. Bei dieser Aufnahme habe ich die Hand in der Sonne gedreht und auf der Kamera sieht man sehr deutlich die Spiegelung. Und dann habe ich ein bisschen an der Kamera vorbeigeguckt und mir ist überhaupt nichts aufgefallen. Ich konnte die Uhr wirklich absolut problemlos ablesen. Das heißt, die Entspiegelung ist nach meinem persönlichen Dafürhalten auf der Kamera unendlich viel deutlicher zu sehen, als ich sie in meinem echten, realen Leben empfunden habe. Also die Entspiegelung hat mich die ganze Woche über wirklich nie richtig gestört, es sei denn, irgendeine Lichtquelle hätte wirklich direkt frontal auf das Glas geleuchtet. Aber das ist ja nun wirklich extrem selten der Fall. Und ansonsten habe ich die ganze Woche null Probleme gehabt. Die Kamera macht das sehr, sehr viel deutlicher, als ich es in meinem Tragen über die Woche empfunden habe. Und dann habe ich heute noch ein bisschen mit Bändern gespielt und auch das möchte ich euch wirklich sehr gerne kurz zeigen. Ja, das ist meine Bandauswahl, das ist meine Uhr. Zunächst einmal machen wir das graue Band ab, was von Laco dran ist. Mittlerweile habe ich ein kleines bisschen Übung, sodass ich euch das ganze Video mehr oder weniger in Echtzeit zeigen kann. So. Das ist also die Laco Aachen 42 mit dem grauen Ziffernblatt. Und das ist das Band, was von Laco so mitgekommen ist. Ich finde, es passt hervorragend. Es ist echt richtig angenehm zu tragen. Und es ist eine tolle Einheit mit der Uhr. Finde ich richtig klasse. Ich habe noch drei andere Bänder zur Auswahl genommen. Zum einen mal eins mit einem kräftigen mittleren Braunton. Ich montiere das jetzt nicht, sondern halte es nur so an die Anstöße. Ich finde auch, dass man das gut tragen kann. Ich finde aber, dass dieses Band etwas zu schmal wirkt und die Uhr wesentlich größer wirkt als mit dem grauen Band. Sehr eigenartig, aber das habe ich direkt gedacht. Hier wirkt die Uhr sehr viel größer. Wir gehen noch eine Stufe dunkler. Ein Morellato-Band mit einer Holzaußenfläche. Das sind alles kleine Holzquadrate auf Leder. Stecken es auch so dran und haben den gleichen Effekt, wenn auch nicht ganz so deutlich. Ich finde nur die Kombination mit dem dunkelbraunen Band, dem grauen Ziffernblatt, das finde ich gar nicht so richtig passend. Also das kann man tragen, aber es wäre niemals meine präferierte Lösung. Ja, zu einer Fliegeruhr können wir nochmal ein etwas sportlicheres Band nehmen. Und zwar habe ich hier ein schwarzes Racingband mit weißer Kontrastnaht. Und das, finde ich, sieht auch richtig klasse an der Uhr aus. Aber wieder mit dem gleichen Effekt. Ich finde das Band eigentlich einen Hauch zu schmal, beziehungsweise die Uhr wirkt größer, als sie eigentlich ist. Nochmal im Überblick mit dem grauen Band. Da finde ich das gar nicht so eklatant, dass die Uhr so groß ist. Mit dem braunen Band wirkt die Uhr direkt wieder sehr viel größer. Mit dem dunkelbraunen Band gleicher Effekt, sieht aber meiner Meinung nach überhaupt nicht gut aus. Und mit dem schwarzen Band, ja, da kommt die Uhr natürlich noch sehr viel deutlicher zur Geltung, hat einen wesentlich stärkeren Kontrast zum Band. Ich werde für die letzten ein oder zwei Tage das
schwarze Band an die Uhr machen und dann mal schauen, wie ich mich damit fühle. Auch das kann ich euch in Echtzeit zeigen. Einfach die Federstege aus dem Laco-Band tauschen. Da weiß ich, dass es die von Laco gewünschte Qualität ist. In das neue Band rein. Dann gucke ich noch kurz, ob der Schließenanstoß passt. Und er passt. Das Band verjüngt sich also von 20 auf 18, genau wie das graue Laco-Band, sodass ich auch die Original-Laco-Schließe montieren kann. Und das mache ich immer sehr gerne. Ich habe das wirklich nur ganz ungerne, dass dann eine No-Name oder fremde Schließe dran ist. Manchmal geht es nicht anders, weil ich ein Band tragen möchte, wo ich keine Originalschließe zu habe, und ich bestelle auch nicht jedes Mal die Originalschließen in allen möglichen Größen. Aber hier passt es dankenswerterweise, sodass ich die Original-Laco-Schließe verbauen kann. So, durchgesteckt. Gucken, ob es... Ah, da habe ich den Dorn nicht erwischt. Na, ganz toll. Also nochmal. Federsteg raus. Das ist der richtige Dorn, genau. So, den Dorn rein und jetzt ein bisschen stärker reindrücken und festhalten, und er ist drin, super. Schließe dran. Federsteg etwas reindrücken, dass er unter der Schließe ist, und jetzt vorsichtig, dass es nicht durchrutscht, bis es Klack macht, und wenn es dann eingerastet ist, dann passt das. So. Jetzt das Ganze noch schnell an die Uhr und dann zeige ich euch, wie das Ganze am Arm aussieht. So, das geht immer relativ fix mittlerweile. Die lange Seite auf die 6 Uhr Position, beziehungsweise bei dieser Uhr auf die 30 Minuten Position. Und so sieht dann das Band an der Uhr aus. Ich ziehe es mal kurz an. Und dann zeige ich euch, wie das Ganze aussieht. Ja, das ist also das schwarze Band an der Uhr. Wie gesagt, ich finde tatsächlich, das Band wirkt schmaler als das graue, beziehungsweise die Uhr wirkt größer. Da würde mich echt mal interessieren, wie ihr das empfindet. Ich habe das bei allen Bändern außer dem grauen so empfunden. Wir haben Ostermontag, Tag 7 meiner eine Woche am Arm, und meine Laco Aachen 42 in Grau ist noch am Arm. Ja, 7. Tag, das ist das Zeit für ein Fazit. Ich bin von der Uhr wirklich ausgesprochen angetan. Ich habe sie jetzt nicht am Originallederband, sondern an einem Lederband, aber so würde sie bei Laco 410 Euro kosten, mit dem Miyota-Werk drin, 5 Bar wasserdicht, Saphirglas. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Preis ausgesprochen fair, eine richtig tolle Uhr. Ich habe jetzt einige Tage nicht am Werk gespielt, nichts ausprobiert, sodass sie 5 Tage am Stück durchgelaufen ist mit 23 Sekunden Vorlauf in 5 Tagen. Damit kann ich mehr als gut leben, absolut ausreichend. Leuchtkraft, auch ohne dass ich mit der Taschenlampe die Uhr aktiviere, die ganze Nacht, mehr als ausreichend. 5 Bar Wasserdichtigkeit, gut, das habe ich dann gerne immer ein bisschen mehr, das wisst ihr. Aber für viele reicht auch das. Alles in allem wirklich super. Der Kontrast der thermisch gebläuten Zeiger auf dem grauen Blatt, super. Immer gut ablesbar, was jetzt hier gerade raschelt, ist mein Hund. Die macht hier so ein kleines bisschen Spirenzchen. Denn ich bin extra in den Wald gegangen, wie ihr hier am Busch und am Gezweig sehen könnt. Ich sitze hier so ziemlich mittendrin. Einfach, weil ich eine Sache testen wollte, die ich die ganze Woche über angesprochen hatte. Und zwar ist das die Reflexion auf dem Glas. Ja, die Reflexionen auf dem Glas sind ganz eindeutig zu erkennen. Sie sind ganz eindeutig stärker als bei einem entspiegelten Glas. Aber durch das helle Blatt, durch das graue Blatt und dadurch, dass es keine reflektierenden Indizes gibt, die Ziffern, Zahlen, Striche sind gedruckt, die Zeiger sind thermisch gebläut, da glänzt nichts, habe ich so gut wie keine Reflektionen auf dem Glas von unten.
Und von oben ist es nicht so stark, weil der Hintergrund nicht schwarz ist und dadurch auch nicht so stark spiegelt. Will sagen, die Reflektionen sind vorhanden, stören mich aber bei der Ablesbarkeit nicht. Sie sind sichtbar, aber keine signifikante funktionale Einschränkung. Anders verhält es sich beim Filmen. Beim Filmen ist es oft so, dass die Lesbarkeit komplett wegkippt und es überhaupt nicht mehr sichtbar ist. Das ist in der Realität nicht so. Ich muss das ganz deutlich sagen. Bei einem schwarzen Blatt mag das wieder komplett anders sein, aber bei dieser Uhr in der Konfiguration, wie ich sie habe, graues Blatt, nicht entspiegelt, sichtbar, aber keine signifikante Einschränkung. Das ist meine Meinung dazu. Solltet ihr die gleiche Uhr haben, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Das war meine eine Woche am Arm. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine kommenden Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.